Servus zusammen und herzlich willkommen zurück auf der Münchenkarte. In der heutigen Folge wird Folgendes passieren. Wir schauen uns mal diesen ganzen Bereich hier so ein bisschen an. Lassen das Ding schon mal laufen, dann sieht man schon. Also ich habe das Ganze hier doch einigermaßen zum Leben erweckt. Hier sind Fußgänger unterwegs, Autos fahren durch die Gegend, Buslinien habe ich angelegt. Hier in Neuschleißheim den Flughafen schon so ein bisschen ausdekoriert. Schauen wir uns alles im Detail natürlich an und ich werde das der ganzen Ecke hier noch ein paar bewegte Bilder hinten dran schneiden. Und natürlich den angekündigten Rundflug wird es geben. Fangen wir vielleicht einfach mit diesem ganzen Bereich hier schon mal an, wenn wir gerade schon hier sind. Ich habe die ganzen Parkflächen noch mal so ein bisschen ausdekoriert, mehr Autos geparkt. Hier drüben zum Beispiel auch viel mit Werbetafeln gearbeitet, Telefonzellen, Litfaßsäulen etc., Kioske reingeklebt, eine Uhr. Und so weiter und so fort. Der übliche Kram halt im Endeffekt. Diese Werbetafeln hatte ich mir übrigens noch gar nicht entdeckt. Also ich habe immer die hier genommen, die großen eben. Aber in derselben Mod sind eben auch diese kleinen Werbetafeln mit drin. Finde ich auch sehr, sehr schön. Und überhaupt muss man auch mal an der Stelle anmerken, es lohnt sich da mal ein bisschen genauer hinzuschauen auf diesen Tafeln. Also wenn ich gerade eine Tafel von dem Schnellrestaurant finde. Hier. Also das ist schon echt genau mein Ding. Ich muss mal schauen, wer die Dinger gemacht hat, aber das ist richtig cool hier. 100% echtes Fleisch. Und dann ist hier irgendwie so ein madiges Schnitzel mit Pommes abgebildet, mit so einer ekligen Soße mit. Und ich meine sogar, dass man da Champignons dritter Wahl erkennen kann. So, also ich finde das ziemlich cool. Das aber nur am Rande. Bleiben wir hier mal so ein bisschen. Oh, da ist auch mehr los, als ich dachte. Also ich habe halt schon über die ganze Stadt hinweg, über die ganze Ortschaft Neuschleißheim, einfach vielen Wohngebäudenkapazitäten zugewiesen. Ebenso in Dachau, und das erklärt auch das Besucher, also das SIM-Aufkommen, das Fahrgastaufkommen. Denn in beiden Ortschaften, sowohl hier in Neuschleißheim als auch in Dachau, gibt es halt vor allem in Bahnhofsnähe und entlang der ganzen Busstationen eben einfach Ziele für die SIMs, sprich Einkaufsmöglichkeiten und Arbeitsplätze. Ja, und das funktioniert einwandfrei. Also das ist schon ein Verkehrsaufkommen. Das ist echt mehr als in Ordnung. Also hinsichtlich Performance, das läuft alles noch schön flüssig. Klar, hier und da hängt es mal so ein bisschen, aber es lässt sich halt sowieso nicht vermeiden. Aber das ist echt zufriedenstellend. Also vielleicht kann ich es noch ein bisschen mehr hochdrehen. Ist eigentlich meiner Meinung nach gar nicht nötig. Also ein paar mehr Autos könnten rumfahren. Aber was hier gerade so an Passagieren unterwegs ist, das gefällt mir schon ziemlich gut. Das passt schon. Okay, schauen wir uns mal ein bisschen um. Bahnhofsbereich. Hier drüben eben genau derselbe Kram wie auf der anderen Seite. Werbetafeln, jede Menge davon. Das, denke ich, ist auch ziemlich realistisch, wenn man sich so Bahnhofsbereiche anschaut. Da wird natürlich viel Werbung gemacht. Und sonst halt auch das Übliche. Kioske, Telefonzellen, Parkmöglichkeiten etc. Und auch hier im Bahnhofsbereich hat die ganze Gastronomie so ein bisschen zum Leben erweckt. Einfach hier ein paar Leute hingesetzt. Hier drüben ebenso. Und je weiter man wegkommt, desto weniger wird es halt. Okay, dann vielleicht mal so ein bisschen eine größere Perspektive, damit man es nochmal einordnen kann. Also ich denke, der Bereich ist jetzt auch weitestgehend abgeschlossen. Da wird nicht mehr so viel passieren. Natürlich bis auf den Flughafen. Den möchte ich schon noch ausdekorieren. Und mir wurde ja auch in den Kommentaren gesagt, dass es hier quasi ein Flugzeugmuseum gibt. Jetzt wird es natürlich einfach schwierig, weil mir hier der Platz so ein bisschen ausgeht. Und also so Gebäude wieder abzureißen und umzubauen hier, das gefällt mir nicht, die Idee. Aber ich muss mal schauen. Also ich meine, man sieht ja schon, ich habe hier schon Flieger aufgestellt, die gehören hier eigentlich nicht dazu, die sind halt aus der Mod raus und ein paar zusätzliche andere Sachen habe ich hier noch hingeparkt. Also man kann den Flughafen wunderbar ausdekorieren und deswegen muss ich mal schauen, ob es mir nicht doch noch irgendwie gelingt, auf dem Flughafengelände selber irgendwie vielleicht so eine Art Museum noch hinzuzimmern. Aber ich denke, es wird eng an der Stelle. Also mal schauen, ich kann nichts versprechen. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal so ein bisschen in der Totalen an. Und was auch noch neu dazugekommen ist, ich zoome mal richtig raus. Ich habe noch viel mehr Bäume gepflanzt. Also das, wie man sehen kann, hier sind ziemlich viele Wälder entstanden einfach. Quasi auch so ein bisschen als Lückenfüller. Ich denke mal, die übrigen grünen Flächen werde ich auch noch mit einigen Feldern versehen.
Und hier drüben hatte ich ja auch schon mal angesprochen, soll noch das MAN-Werk hin, aber das wird natürlich schon eng. Wobei, wenn ich mir das mal aus der Nähe betrachte, dann stelle ich schon fest, dass ich diese ebene Fläche, denke ich mal, auch noch ein gutes Stück ausbauen kann. Also hier drüben wird es natürlich dann schwierig, eben wegen der Steigung. Aber sagen wir mal so, diesen Bereich, glaube ich, den kann ich da schon noch erweitern und halt für dieses MAN-Gelände reservieren sozusagen. Und ich denke mal, dann kriege ich hier schon eine ganz nette Dimension hin und da werde ich mich dann auch mal wieder weitestgehend an dem realen Vorbild orientieren. Geografisch ist das sogar einigermaßen korrekt. Wenn wir mal das Gesamtbild so ein bisschen nehmen, das ist schon ungefähr hier so in der Ecke. Also das kommt schon hin, deswegen glaube ich, ist das nicht so schlecht, die Maßnahme. Und auch hier an der Stelle, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal aufgegriffen habe, aber da ist mir echt, das ist mir wirklich gut gelungen. Hier ist ja der Güterbahnhof Nord und hier ist ja die Vectron-Werkstatt, die Produktionsstätte. Und das ist in der Realität tatsächlich einigermaßen geografisch, habe ich das ganz gut getroffen. So, damit bin ich sehr, sehr zufrieden. So, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Dann bleiben wir vielleicht mal in der Perspektive, damit man so ein bisschen den Überblick hat. Vielleicht mal ein bisschen ganz kurz Revue passieren lassen, was in den letzten Wochen so passiert ist. Angefangen hat es hier mit Dachau, dieser Bereich. Dann habe ich den Bahnhof hier ausgearbeitet. Dann kam Dachau Stadt hier drüben dazu. Das habe ich auch noch mal ein bisschen erweitert. Also hier sind noch mal ein paar Wohnblöcke jetzt dazugekommen, während eurer Abwesenheit auch alles so medium inszeniert. Also jetzt keine Personenassets oder dergleichen aufgestellt, aber halt Bäume gepflanzt und Autos geparkt. Und das sieht aus so einer Perspektive, finde ich, schon ganz nice aus. So, das kann man schon so machen. Dann ist es weitergegangen. Ich habe sukzessive immer mal wieder zwischen den Folgen einfach mehr Bäume gepflanzt und noch mehr Bäume gepflanzt und noch mehr Bäume gepflanzt und so weiter. Und so ist es doch hier einigermaßen grün geworden, das Ganze. Dann kam hier oben dann noch Neuendorf dazu. Hier mein kleines fiktives Dorf, was eigentlich im Spreewald liegt. Aber ich habe es jetzt eben hier auf meine Karte integriert. Und dann ging es hier in Neuschleißheim weiter. Und dann ist so langsam aber sicher dieser ganze Quadrant halt auch mal so schön zusammengewachsen und den Rest, da wird mir auch noch was Nettes einfallen, denke ich mal. Dann wollte ich zu dem Bereich Dachau noch so ein paar Worte gerade verlieren. Wer das bewegte Bildervideo gesehen hat, der hat ja gesehen, ich habe nur an Bahnübergängen gefilmt und die habe ich halt einfach mal ein bisschen ausdekoriert so. Also irgendwie bin ich gerade nicht vorangekommen mit dem, was ich eigentlich machen wollte. Und dann bin ich irgendwie an so einem Bahnübergang hängen geblieben. Ich weiß gar nicht warum. Und dachte mir, ja, das ist doch eine coole Idee. Das dekorierst du jetzt mal nett aus. Hier mit Personenassets, mit Werbeschildern, mit Zäunen etc. pp. Und ja, das war eben dann der Plan, da ein bisschen zu filmen. Und ich finde, diese Szenerien sind echt ganz nett geworden. Also hier in Dachau Stadt, wo auch die Buslinie durchläuft, das fügt sich ganz nett, wenn hier ab und zu mal eine S-Bahn vorbeikommt. Können wir uns vielleicht auch gerade nochmal anschauen. Da kommt ja eh gerade eine. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Also das ist auch definitiv mit Abstand mein Lieblingsbahnübergang mit diesem Gitter hier unten dran. Der ist einfach hammergut geworden. Unglaublich schönes Teil. Und ich denke, das kann man schon so machen. Natürlich ist es ein bisschen ärgerlich, dass die Personenassets da trotzdem stehen bleiben, aber einfach für die Inszenierung und um da nett filmen zu können, gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Und auch nochmal zum Bereich Dachau. Generell, was mir hier sehr, sehr gut gefällt, wenn man sich den Bahnhof mal ein bisschen unter die Lupe nimmt, das werde ich schon so ein bisschen als Referenz nehmen, glaube ich, für zukünftige Projekte. Weil hier einfach die Menge an Verkehr, die Menge an Zügen und auch die Frequenz, also die Taktung, was hier durchläuft, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also das ist wirklich so ein bisschen so ein Prototyp, finde ich, eben für die Größe des Ortes, für die Größe des Bahnhofs. Da ist das eigentlich schon ideal, weil immer irgendwas durchfährt. Durchgangsverkehr, Regionalbahn verkehrt hier, S-Bahn verkehrt hier und es ist halt immer Betrieb hier irgendwie. Da muss man nicht lange warten und dann fährt einem schon immer irgendwas vor die Linse so. Und das Ganze in Kombination mit Busverkehr, mit ein paar LKWs, mit ein paar Autos, die inzwischen hier verkehren. Also das ist schon wirklich sehr, sehr schön geworden. Also das gefällt mir einfach. Das werde ich fürs nächste Projekt auf jeden Fall im Hinterkopf behalten so. Hier wird es jetzt tatsächlich auch ein bisschen eng. Also hier staut sich so ein bisschen, aber das passt schon. Das läuft eigentlich ziemlich flüssig hier. Okay, dann würde ich sagen, bestellen wir uns mal ein Flugzeug da drüben.
und schauen uns das Ganze mal aus einer ganz anderen Perspektive an. Zack, beziehungsweise da fährt doch eh gerade eins. Und das ist ja hier meine neue Linie, Rundflug Neuschleißheim. Steigen wir direkt ein, nehmen Platz und schauen uns das Ganze mal aus dieser Perspektive an. Ich hoffe mal, dass es einigermaßen ruckelfrei über die Bühne geht. Also wenn es zu schlimm wird, dann brechen wir es einfach ab und ich mache das halt unkommentiert und schneide das zusammen, damit das einigermaßen flüssig wird und klebe es hinten dran. Aber solange es nicht zu dramatisch ist, lassen wir es einfach drauf. Schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Habe ich selber noch nicht gemacht, diese Perspektive. Ich bin jetzt auch sehr, sehr gespannt. Da ist natürlich vieles noch unfertig, aber ich glaube, das muss ich auch nicht dazu sagen. Ist ja doch ein etwas größeres Projekt geworden. Ja, wo fliegt er eigentlich hin? Ich habe eben jetzt quasi in der linken unteren Ecke, wenn man so will, nochmal so einen Schattenflughafen hingeklebt, der einfach nur zweckmäßig ist. Ist zwar auch ans Straßennetz angeschlossen, also theoretisch könnten da Passagiere hinkommen. Wenn ich kann es natürlich forcieren mit einer Buslinie zum Beispiel, aber das soll ja nur seinen Zweck erfüllen. Bisschen schade, dass die Waggons jetzt quasi erst ins Bild kommen, da unten links. Und da hängt er natürlich jetzt auch schon. Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Und was mich auch wirklich ärgert, das wäre ein tolles Feature, wenn man die Flughöhe festlegen könnte für einzelne Linien. Ich fürchte aber auch, dass da nichts geplant ist in der Richtung. Also das wäre schon echt super cool. Ja, das ist ja jetzt schon so ein Kleinflugzeug. Die werden ja wohl nicht auf derselben Flughöhe unterwegs sein wie irgendwie, wie, weiß nicht, so eine Boeing 737 oder so. Also das macht ja keinen Sinn. Deswegen, also das wäre schon cool, wenn man das selber festlegen könnte, einfach. Okay, jetzt kann man hier noch ein bisschen was erkennen vom Güterbahnhof. Rechts im Bild das Vectronwerk und München-Allach. Hier, das wird noch alles urban werden, definitiv. Und das wird auch, glaube ich, nicht mehr so lange dauern, weil so langsam kribbelt es wieder so ein bisschen in den Fingern, mal wieder ein bisschen Stadtentwicklung zu betreiben. Das hier ist noch neu dazugekommen, hier unten links im Bild jetzt gerade. Da habe ich schon mal so ein bisschen angefangen. Ah, das ist eine super Perspektive. Also das gefällt mir jetzt richtig gut. Yes. Rechts hier Parsing im Bild. Hier das Betriebswerk. Da drüben geht es zum Heimeranplatz. Ja, das ist schon so ein bisschen wie die Ernte einfahren, sich mal sowas reinzuziehen. Hei, hei, hei. Da ist ja einiges passiert in der Ecke. Schön, schön, schön. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber das ist einfach cool. Das gefällt mir. Ich habe sowas ja auch noch nie gebaut im Grunde. Das ist ja die erste Karte, die ich in solchen Dimensionen hier vollkleister. Und ich hätte ja niemals gedacht, dass ich das dann auch mit der Performance halt so stabil noch einigermaßen hinbekomme. Und also da bin ich schon selber auch erstaunt und sehr, sehr zufrieden. Ja. Hier auch nett das Gewerbegebiet hier rechts unten im Bild. In, ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war. Höllriegelskreuth, glaube ich, war das. Oder kann ich jetzt hier gerade was anklicken? Nee, nee, nee. Sparen wir uns mal. Und da hinten rechts, man sieht es an der Kante, da habe ich eben einfach diesen zweckmäßigen Schattenflughafen reingeklebt. Das Kloster Hohenschäftlarn hier links im Bild. Hohenschäftlarn selbst mit der S-Bahn-Endstation hier. Ah, schöne Perspektiven. Gefällt mir gut. Ich würde sagen, wir brechen es an der Stelle ab. Ich spule ein bisschen vor und dann ziehen wir uns aber den Rückflug natürlich noch rein. Und willkommen zurück an Bord. Wir sind soeben wieder abgehoben und befinden uns außerhalb der Karte. Ist vielleicht auch mal ganz spannend. Abgefahrene Perspektive hier. Abgefahren. Da sieht man ja sogar verschiedene Gesteinsschichten. Das ist mir auch noch nie aufgefallen, so wirklich. Ja, schon cool. Okay, sehr schön. Richtung Höllriegelskreuth und dem dort ansässigen Gewerbegebiet. Der dürfte dann auch wieder nochmal schön am Vectronwerk vorbeikommen, wenn er diese Richtung beibehält. Und das ging jetzt eigentlich ziemlich ruckelfrei über die Bühne, oder? Also,
Das erstaunt mich schon ein bisschen. Ich dachte bei solchen Perspektiven, klar, also wenn man halt jetzt so in den Richtung Stadtbereich hinkommt, dann wird er mal irgendwo zwischendrin kurz hängen bleiben einfach. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber ansonsten ist das hier eine ganz flüssige Geschichte. Das gefällt mir schon gut, ja. Cool, cool. Hier in der Ecke wird es auch noch so ein bisschen, also die Stadt wird natürlich noch so ein Stückchen rauswachsen. Ich vermute mal ungefähr hier so, wo ich halt eine freie Fläche habe. Dazwischen werde ich das irgendwie mit Lückenfüllern auffüllen. Was ich mit der Strecke mache, weiß ich bis heute nicht. Aber ich denke, ich nehme den Tipp von Henrik auf und lasse das einfach irgendwie aus der Karte rausfahren. Vielleicht in den Tunnel hinein. Und dann dort einfach zweckmäßig auf irgendeine Spitzkehre wenden lassen. So. Dann hat der Zug halt keine wirkliche Funktion und es dient nur der Inszenierung. Aber ist auch okay. Und das werde ich wahrscheinlich noch mit einigen Schienensträngen machen, die ich hier rumwuchern habe. Wenn man kennt schlecht, aber der hier hat zum Beispiel auch keine Funktion. Der endet hier einfach. Und vielleicht lasse ich da auch noch irgendwas durch die Gegend fahren und dann aus der Karte hinaus und irgendwo quasi wie bei einer Modelleisenbahn einfach. Da gibt es ja auch Schattenbahnhöfe, die sich quasi unterhalb der eigentlichen Anlage befinden. Kann man schon so machen. Und das ist ja nichts anderes als eine Modelleisenbahnanlage, was ich hier am Start habe. Deswegen, na, jetzt kommen wir doch nicht mehr in Allach vorbei. Aber dafür nochmal über den Güterbahnhof. Das wird sicherlich auch echt ein nettes Bild, wenn das hier mal alles fertig ist. Also drumherum. Da habe ich ja jetzt noch nicht wirklich weiter gebastelt, aber da kommt ja südlich hier auch noch so ein kleines Gewerbegebiet hin. Und dann werde ich da langsam aber sicher von Süden her die Stadt dran wachsen lassen. So. Ja, das gefällt mir schon sehr gut. Hier unten übrigens der Bahnübergang. Ich nenne den Trollbahnübergang. Weil die LKWs da teilweise wirklich minutenlang warten müssen und manchmal geht die Schranke halt einfach nur kurz auf, für 5 Sekunden oder so, und dann donnert da schon wieder der nächste Zug durch. Der ist einfach großartig. Bisschen unrealistisch, aber irgendwie ist er cool, der Bahnübergang. Irgendwie gefällt er mir. Einfach, weil da auch ständig was vorbeifährt so. Aber es ist schon ein ziemlicher Troll. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Okay, nette Perspektive auch hier. Neufahren rechts im Bild. Mhm. Ja, das kann sich schon alles sehen lassen hier. Und das sind alles Perspektiven, da hätte ich echt nicht zu träumen gewagt, dass ich sowas mal hinbekomme. Dass sowas überhaupt möglich ist, das umzusetzen. Weil, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, also ich bin ja anfangs wirklich davon ausgegangen, dass ich halt versuchen werde, mit diesen Begrenzungsmods, wo man halt die KI so ein bisschen eingrenzen kann, dass ich mir das einigermaßen so hinbiege, dass es vielleicht irgendwie so ein bisschen nach München und Münchner Umland aussehen könnte, aber ja, dann irgendwann kam diese Gebäude-Asset-Mod dazu und naja, der Rest ist ja quasi Geschichte. So, sehr schön. Gut, dann nähern wir uns auch schon wieder dem Ende der Folge, beziehungsweise es gibt noch einen unkommentierten Teil, eben hier aus dem ganzen Bereich, aus dem laufenden Betrieb um den Bahnhof Neuschleißheim herum. Und vielleicht noch einen kleinen Ausblick. Also irgendwann die Woche wird es nochmal was zum Thema U-Bahn-Bau geben. Da habe ich echt massive Probleme. Ich habe schon mal angefangen zu basteln. Gibt es dann die Woche zu sehen, aber ich habe halt den Bereich, wo eigentlich die Allianz Arena steht, den habe ich so voll gekleistert schon, dass es mir eigentlich nicht mehr möglich ist, da noch irgendwie was zum Thema Fußballstadion umzusetzen. Die U-Bahn kriege ich so semi-realistisch da noch hingebogen. Das klappt schon. Allerdings wird das auch eine Kompromisslösung werden, beziehungsweise vor allem dort, wo das U-Bahn-Betriebswerk entstehen soll, das muss ich einfach woanders hinpacken so. Finde ich persönlich nicht so dramatisch. Ist ein bisschen schade, aber meine Güte, also die Karte ist ja jetzt auch schon irgendwie im Jahre, weiß nicht, 2035 oder so. Da kann ja alles Mögliche schon passiert sein. Deswegen ist es auch ein Stück weit einfach ein fiktives Szenario. Fiktives München-Szenario. Und wer weiß, vielleicht in knapp 20 Jahren ist der FC Bayern so groß geworden, dass sie noch ein größeres Stadion mit 200.000 Sitzplätzen und Fassungsvermögen benötigen, dass sie halt irgendwo anders ein komplett neues Stadion hingezimmert haben und die Allianz Arena abgerissen haben. Halte ich persönlich eher für unwahrscheinlich, aber wer weiß, ist halt ein fiktives Szenario, wie gesagt. Ich werde das irgendwann so mein Plan oder meine Idee die Woche mal präsentieren und mir dann aber schon Zeit lassen, bis ich dann weiter bastel, einfach damit ihr noch Gelegenheit habt, ein bisschen Feedback zu geben. Vielleicht habt ihr noch eine coole Idee dazu,
wie sich das gut umsetzen lässt, vor allem die geografische Lage und die Streckenführung. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik und wird diese Woche auf jeden Fall schon mal angesprochen. Und dann schauen wir mal. Wird schon irgendwie auch über die Bühne gehen. Gut, ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein. Ich würde mich freuen. Ihr kriegt noch ein bisschen was zu sehen aus der Ecke hier und ich klinke mich aus. Macht's gut und adieu.